Moin Moin, willkommen zurück bei Dictidossi. Ein kleines Update meinerseits. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Drohne in meinem Besitz. Das ist nicht ganz richtig. Ich hatte noch mal so eine kleine Mini-Drohne, die Basti mir mal geschenkt hat. So ein Mini, echt so ein Mini-Teil. Aber die ist relativ leider schnell kaputt gegangen, ist so eine 10, 15 € Drohne gewesen. Wie auch immer, ich habe mal ein Angebot nicht ausgeschlagen, quasi zugeschlagen und habe mir was Richtiges besorgt. Zwar schon etwas in die Jahre gekommenes, aber egal, Qualität ist da. Und zwar die DJI Mavic Air. Und zwar die erste. Aktuell ist das dritte Modell auf dem Markt. Ist gar nicht lange her, da ist sie auf den Markt gekommen, die dritte. Und ich glaube, die hier ist, glaube ich, jetzt schon 2 oder 3 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte sogar älter sein. Nichtsdestotrotz ist das die Drohne, die ihr zuletzt bei Chris gesehen habt. Und weswegen das hier mehr oder weniger ein Infovideo ist, dass ich bei mir ein bisschen in nächster Zeit was auf dem Kanal, was Luftaufnahmen angeht, ein bisschen was tut. So sieht das ganze Ding dann aus, wenn es ausgeklappt ist. Ist eine von diesen 249 Gramm Drohnen. Ne, hier unten kommt dann der Akku rein. Hier sind zwei Akkus mit im Paket. Muss ich es nur halt richtig rum eintun. So, zack, Akku drin. Dann kann man hier die Klappe abnehmen. Und dann hat man vorne die 4K-Kamera von der Drohne. Alles sehr schön Gimbal gesteuert. Ich kann die Kamera selber neigen und justieren während des Fluges. Habe ich schon einmal ausprobiert auf der Rennstrecke in Hamm, zuletzt beim Rennen. Leider konnte ich keine Aufnahmen machen. Das wollte ich nämlich schon getan haben. Aber der Verein hatte leider was dagegen. Wegen dem Gelände an sich ist auch egal. Der Verein wollte nicht, dass ich da was starten lasse. Nicht wegen mir, sondern einfach aus irgendwelchen Gründen. Ist ja jetzt egal. So. Dazu hat er mir halt, das ist die eigentliche Tasche, in der die Drohne kommt. Da steht groß, oder da steht DJI drauf. Die Drohne kommt hier rein und dann packt man hier hinten rein die Funke in dieses Gumminetz. Dann hat man leider keinen Platz mehr fürs Ladegerät, was man ja braucht. Deswegen gibt es ja diese typischen coolen Amazon-Taschen. Die halt no-name, no-branded sind, also völlig no-name, da steht nichts drauf. Die sind dann wirklich perfekt für diese Sachen gemacht. Hier kommt dann die Funke rein, hier kommt die Drohne hin, zwei Akkus, hier ist noch extra Zeug für Antennen oder wahrscheinlich sogar fürs Ladegerät. Das Ladegerät befindet sich jetzt aber hier drin. Das hat Chris mir so gegeben. Und guck mal, das Ladegerät kann gar nicht da reinpassen. Das ist im Grunde jetzt nur fürs Ladegerät. Hier habe ich noch andere Ladeadapter, Kabel. Und kann diese Tasche so dafür nutzen. Finde ich cleverer, finde ich besser. Dann sind hier eine Rotorblätter dabei. Hier ist sogar noch ein Dekobogen mit bei, womit das ganze Ding hier ein bisschen bunter wird. Ich glaube, das werde ich machen, weil sie hat hier leider, habe ich eben gerade erst gesehen, so ein paar, ein, zwei Kratzer. Die werde ich mal richtig sauber machen und dann werde ich es bekleben. Vielleicht hole ich mir einen anderen Dekobogen, der vielleicht besser zu mir passt als das da. Da gibt's noch, dann sind noch Original-Rotorblätter dabei mit so einem Sauberlappen, so ein Sauberfließ. Hier ist noch der zweite Akku. Die Funke ist ganz geil, muss ich sagen. Man klappt es halt hier aus. Achso, und irgendwo sind noch die Original, ich habe sie irgendwo, die Original-Joysticks, die hier oben reinkommen. Hier sind jetzt welche aus rotem Alu. Die nimmt man hier unten raus aus dieser Klemmvorrichtung. Nimmt sie hier raus, da halten sie sehr gut und dann dreht man sie hier oben rein. Da ist ein Gewinde. Zack. Und dann kann man die Drohne fliegen. Also theoretisch. Ne? Antennen raus, Handy hier unten zwischen und dann kann man schön Drohne fliegen. Habe ich, wie gesagt, schon einmal probiert. Funktioniert wirklich gut. War auch gar nicht so schwer. Das Einzige, was ein bisschen aufwendig war, muss man leider sagen, ist diese App herunterladen und installieren, weil die kriegt ihr nicht normal über den Play Store,
sondern, also jetzt im Play Store oder App Store, je nachdem was für ein System, Android oder iOS, sondern die müsst ihr halt auf der DJI Homepage ja, runterladen. Dann meckert das Handy einmal, zumindest bei mir, wegen angeblich möglich schädlicher Software. Aber ignorieren, machen. Und es geht trotzdem. Ne? Ich klappe das Ganze mal wieder zusammen hier. Ich hoffe, ist die Reihenfolge war jetzt so richtig. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Genau, ich muss dann jetzt hier einmal so rum. Nicht erschrecken, das ist nur das Lüfterblatt, das hier einmal so klackt. Dabei geht nichts kaputt. So. Achso, ja, man muss natürlich die Kamera noch wieder verblenden hier. So, ich gucke, dass ich. Ich fahre ja zum Basher-Treffen oder Basher Meets Racer-Event nach Kürten. Und da möchte ich dann das erste Mal richtige oder. Vielleicht nicht das erste Mal, vielleicht mache ich es vorher schon, aber ich möchte dann Luftaufnahmen machen. So, und gerade für sowas habe ich mir das jetzt geholt. Ach, ich habe schon wieder vergessen, den Akku rauszunehmen. Das ist mir neulich schon passiert. So, jetzt müssen die Arme wieder ab. Ja, ist dann leider ein bisschen umständlich, wenn man es vergessen hat. Da muss man natürlich alles wieder auseinanderbauen. Aber ist ja auch eigentlich nicht so aufwendig, alles wieder. Ja, so ist der richtige Schritt. Alles wieder zusammenzubauen. So. Dann packe ich das hier wieder rein. Die Aufkleber kommt auch erstmal rein. Hier ist noch irgendwelche Informationen auf Japanisch, Chinesisch. Ja, für die Dekobögen. Die sind nämlich auch für die Funke hier mit drin. Interessiert mich, glaube ich, aber erstmal nicht. Ja. Das war im Grunde ein kleines Update-Video für zukünftige Luftaufnahmen. Klar, muss natürlich auch Wetter und Voraussetzungen ein bisschen stimmen und dann kann man das Ganze in Zukunft wahrscheinlich auch starten. Ne? Gut, das war schon von meiner Seite aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abo hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Liken, kommentieren, reagieren, ne? Und dann teilen auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.